Ja, die 43 sah da jetzt ein bisschen ungünstig auf. Hofmann, ja, mein Gott, er kam auch nicht alle Zeiten. Wir sind zurück im Football Manager 2023 mit Eintracht Braunschweig. In diesem Part, ja, müssen wir unter anderem ran gegen den SSV Jahn Regensburg. Und muss ich noch mal ganz kurz gucken, wen wir nochmal daran müssten. Habe ich jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm. Ich glaube, Rostock. Ne, Rostock hatten wir schon. Ich weiß es nicht. Wer war denn der Gegner? Terminplan. Jetzt sollten wir da mal gucken. Doch, Rostock. Nee, wir hatten Rostock im Pokal, genau. Deswegen habe ich jetzt gedacht, wir hätten Rostock schon gehabt. Okay, dann bin ich beruhigt. Dann passt ja doch noch so alles. Und ja, wir müssen, wie gesagt, jetzt gegen Jahn Regensburg ran, die auf Rang 4 in der Tabelle rangieren. Da sehen wir doch schon mal ein bisschen den Vergleich, ne? Also Real Life und hier sind schon zwei Paar verschiedene Schuhe. Wenn wir mal sehen, wie die Tabelle hier aussieht. Da sind Braunschweig, Bielefeld, Regensburg und Fürth oben. Sind ja alle eigentlich relativ weit unten angesiedelt. Hannover steht jetzt auch nicht gerade optimal momentan da. Also das ist wirklich hier ein bisschen so verkehrte Welt. Dafür ist, sage ich mal, Paderborn ganz unten, die eigentlich ja zumindest im oberen Mittelfeld, ja ich denke oberen Mittelfeld, agieren. Und St. Pauli, ja nach dem Trainerwechsel, sag ich mal, alles im Grund und Boden spielen momentan. Und Darmstadt ist auch relativ weit unten. Also das ist wirklich hier verkehrte Welt in der zweiten Liga. Wir haben 34 Punkte. Also wir haben fast im Grunde genommen schon die Punktanzahl zusammen, die wir für den Klassenerhalt brauchen. Und das ist eigentlich absoluter Wahnsinn. Roststands Erwartung obere Hälfte. Haben die gesoffen? Okay. Ja, ich bin wirklich gespannt, wo es hinläuft. Ich mal ganz im Ernst, es wäre natürlich schön aufzusteigen, aber ich hoffe es nicht. Ich hoffe es nicht, weil mit dem Kader werden wir das nicht halten können. Benkovic ist weg, Gechter ist weg, Winzheimer wird weg sein, Endo ist weg, das sind, sag ich mal, schon mal so vier Spieler, die wegbrechen, und hier sind einige Spieler, wo ich sage, oder vielleicht so zwei, drei Spieler, vielleicht auch nicht jetzt unbedingt zweitligatauglich sind. Ich werde keine Namen nennen, weil ich auch keinem zu nahe treten möchte. Aber es würde enorm schwierig werden, auch gerade aus finanzieller Hinsicht, weil wir nicht wirklich viel machen können. So, also Nikolaou fällt aus und Wiebe fallen aus. Das heißt, Henning rückt wieder ins Team. Aber wen nehmen wir dann da noch mit? Bonga hat noch nicht so geht, ne? Dann nehmen wir den jetzt mal mit. Lauberbach auf der Bank. Dann gehen wir jetzt so rein gegen Regensburg. Ich bin gespannt. Ich habe so absolut überhaupt gar kein Gefühl, wie diese Partie jetzt hier ausgehen kann. Und deswegen einfach abwarten, gucken jetzt, was in Regensburg passiert. Wenn das Spiel hier auch irgendwann mal anfängt. Das tut es jetzt auch sehr gut. Also gucken wir auf die Aufstellung von auch Regensburg. Da Idrissi Staude. Vince Owusu. Also da sind schon einige dabei, die auf jeden Fall kicken können. Ante Borczak war auswärts zuletzt wirklich gut drauf. Was haben Sie, wie haben Sie das geschafft? Letztendlich ist es einfach harte Arbeit. Keiner will zu Hause verlieren. Wir kämpfen einfach noch stärker als unsere derzeitigen Gastgeber. Wie wichtig ist für heute eine gute Leistung? Wir sind gut drauf und müssen jetzt einfach da rausgehen und unseren Job erledigen. Ja, aber ganz im Ernst. Also für mich wäre es jetzt wichtig, Braunschweig in der zweiten Liga zu etablieren. Ein bisschen was auf Festgeldkonto ja, draufpacken zu können und dann den Kader wirklich Saison für Saison punktuell auch verstärken zu können und dann vielleicht irgendwann mal den Angriff wagen. Aber so wäre das momentan, weiß ich nicht. Steht schon wieder an.
Alter, die Mannschaft ist doch unnormal. Winzheimer über die Außen, dachte ich als erstes, der Ball wäre ein bisschen zu lang, aber kriegt den Ball dann doch noch in die Mitte. Krause schießt den Verteidiger an. Henning braucht einfach nur drauf zu hauen und drinne ist das Ding. Boah. Das kauft einem keiner mehr ab. Guter. Drei. Winzheimer. Alter. Leute. Jetzt aber vielleicht die Kontermöglichkeit über Albers. Albers gegen... Mann, aber gut. Gottes Willen. Also, es sah jetzt viel gefährlicher aus, als es letzten Endes war. Dieser Kader stellt mich vor Rätseln. Also im positiven Falle. Und es war ja nicht so, dass wir in den Spielen, die wir nicht gewonnen haben oder verloren haben, chancenlos waren. Also wir hatten auch schon die ein oder andere Möglichkeit. Ich denke mal, zwei Niederlagen gehen einfach okay. Das war gegen St. Pauli einmal und glaube ich gegen Bielefeld, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Jetzt aber die nächste Möglichkeit und der Ausgleich. Dario Winzinger mit dem Ausgleich für Jan Regensburg in der 35. Eingeleitet von Keanu Staude. Ja, die 43 sah da jetzt ein bisschen ungünstig auf. Hofmann, ja, mein Gott, er kam auch nicht alle Zeiten. Aber auch hier schon wieder 3-7 Schüsse aufs Tor. Also 3-8. Wir müssen einfach viel mehr aus den Möglichkeiten noch machen. Und am Ende gewinnen wir meist immer, aber Uja. Oh gut. Dachte schon, das würde jetzt zählen. Ja gut, aber klar, abseits. Das war aber auch wieder ein klares Abseits. 3-9 Schüsse aufs Tor. Aber hast nur 1,5 Dings. Da siehst du mal, dass wir eigentlich aus diesen Schüssen aufs Tor einfach dann doch noch zu wenig machen. Hofmann ist momentan nicht ganz gut drauf. So, haut mal alles jetzt raus hier. Mit Henning. Halten aber auch gut den Ball. Jetzt vielleicht wieder die Möglichkeit. Ihorst. Ja, und das, also der Part hier nach, obwohl das sage ich am Ende. Das sage ich am Ende, weil das bringt jetzt nichts, jetzt hier mit anzufangen mit einem Spiel. War nicht gut aus, Thalhammer. Ja. Ja, wollte da Winzheimer schicken im Lauf, aber der hat sich dann fallen lassen. Jetzt aber die Möglichkeit, Witzinger. 3-11. Ich sag mal jetzt so, wenn du dieses Spiel, wenn du so eine Art Spiel da nicht gewinnst, wenn du 11 Schüsse aufs Tor hast oder sogar am Ende vielleicht verlieren solltest, dann fehlt es dir auch letzten Endes. Frage, machen was? Macht man was? Wir machen was. Ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht zu viel wechseln. Oh,
Aber dann doch nochmal frische Leute bringen. Wir haben ja noch gar nicht gewechselt gehabt. Und das nach 83 Minuten, also. Wollte schon sagen, es musste ja schließlich so kommen. Ja, aber auch da war die Abseitsentscheidung in Ordnung. Bonga. Ali Marx, Krause. Lenkovic. Die Horst über die Außen, Henning. Den Ball in die Mitte, Lauberbach. Jetzt sagt nicht, es gibt Elfmeter. Jetzt sagt nicht, es gibt Elfmeter. Ist das mittlerweile verwerflich, wenn du gar nicht gewinnen willst? Kann doch wohl nicht wahr sein. Dann hast du aber auch letzten Endes dieses Spielglück und kriegst dann doch noch einen Elfmeter oder sowas. Scheint derzeit eine super Moral zu herrschen. Wie weit kann sie das bringen? Wenn wir darauf aufbauen können, bin ich sehr zufrieden. Eine intakte Moral ist so wichtig. Ja, so sieht's aus. So, wir werden jetzt tatsächlich mal also die Woche nicht überspringen, dass wir direkt gleich zum nächsten Gegner bringen werden. Sondern werden jetzt einfach mal die Woche hier mitnehmen. Also viele Tage sind das ja gar nicht bis zum nächsten Spiel. 8 Punkte jetzt auf dem vierten Vorsprung, Leute. Ich sag's nochmal, mit dieser Mannschaft kannst du in der ersten Liga nicht bestehen. Ich möchte damit jetzt nicht sagen, dass du keine Punkte holen würdest. Das denke ich schon, dass wir das schaffen können. Oder könnten. Wir müssen ja immer noch von der gewissen Form reden. Aber ich glaube, ich würde dann auch tatsächlich den Ingame-Editor benutzen. Wenn wir in die Bundesliga aufsteigen sollten, würde dann ohne Entlassung spielen. Weil ich möchte einfach dieses Braunschweig-Projekt weiter voranbringen. Egal in welcher Liga wir vielleicht dann die Saison drauf dann spielen würden. Muss ich aber mal gucken. Matarazzo mit sensationeller Rückkehr zum 1. FC Nürnberg. HSV-Trainer braucht sie gegen den SV Sandhausen. Ja, HSV gegen Sandhausen. Der HSV sieht ja immer so ein bisschen unglücklich gegen Sandhausen aus, ne? Oder öftermals. Welchen Anteil hat die positive Stimmung im Verein an diesem starken Lauf? Momentan ist das ja einfach ein guter Ort, um die Atmosphäre hilft uns dabei, einen guten Job zu machen. Haben Sie Sorge, dass eine negative Moral im Kader einen Knacks geben könnte? Ich denke, wir sind stark genug, um schlechte Phasen zu überstehen. Eine Niederlage wird uns nicht zu Fall bringen. Klaus stand aufgrund einer Verletzung jetzt nicht zur Verfügung, aber es halten sich Gerüchte, dass er sein Comeback gegen Rostock feiern kann. Besteht diese Möglichkeit? Es ist unklar, ob er in diesem Begegnung einsatzfähig ist, aber wir werden alles dafür tun, um ihm dabei zu helfen. In welcher Beziehung stehen Sie zu Patrick Glöckner? Wir sind Freunde geworden und ich freue mich jedes Mal auf Patrick zu sehen, sagen wir einfach mal. Lieber Knecht steht bei Darmstadt unter Druck. Wollen Sie etwas dazu sagen? Er verdient die Kritik nicht, die auf ihn niederprasselt, aber wird seine Kritiker schon Lügen strafen. So, das sagen wir mal.
Aber das ist echt, also das ist echt ein ganz, ganz komisches Gefühl, wenn du eigentlich denkst, es geht wirklich gegen den Abstieg. Und dann, ja, kämpfst du da oben eigentlich im Grunde genommen. Jetzt bist du sogar Herbstmeister. Weil Bielefeld nur 1-0 oder so gewonnen hatte. Ganz, ganz komisch. Ganz, 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 ganz komisch. Wird ja am liebsten wirklich schon mal komplett rotieren und einfach Risiko gehen, aber ich möchte nicht, dass man mir hier danach sagt, okay, du beeinflusst das Spiel irgendwie in einer Art und Weise. Gut, die beeinflusst man immer irgendwie in Art und Weise, aber ne, dass wir jetzt absichtlich nicht gewinnen. Regensburg hat gewonnen, Paderborn hat jetzt wichtige Punkte geholt. Ufa kommt auch nicht, die kommen auch nicht in den Tritt. Oh Gott, jetzt werde ich müde. Nikolaou, nehmen wir Nikolaou mit oder nicht? Wir lassen Nikolaou mal außen vor. Ist halt angeschlagen. Dann soll er lieber ein bisschen trainieren und dann Rückrunde wieder angreifen. Reimform ist wichtig, also komm, raus damit euch. Zufrieden sind Sie mit der jüngsten Leistung der Mannschaft vor dem Tor? Wer Tore schießt, kann in jedem Spiel etwas mitnehmen. Insofern läuft es gut, ja. Das halten Sie von den letzten Spieltagen. Sie scheinen ziemlich anspruchsvoll gewesen zu sein. Ich fand das alles richtig hart. Hoffentlich entspannt sich die Lage bald. Oh. Ah ja. Irgendwas mussten wir schließlich sagen. So, die Rostocker. Im DFB-Pokal haben wir 3-2 gewonnen gehabt. Ja, das habe ich tatsächlich nicht vergessen. Oh! Oh, abseits. Also, das, ja, da haben wir jetzt extrem Schwein gehabt. Aber das meine ich dann wieder mit Spielglück. Dann hast du schon so einen Aussetzer und dann ist beispielsweise ein Abseits. Dann mal Krause. Bonkor. Den Ball in die Mitte. Oh, das war auch schon wieder. Ich dachte, da ist jetzt wieder irgendeiner, der ihn gleich reinstechert. Doch hat. Kann man dann auch so einen Satz kommen auf reinstechert? Ah! Aber wir suchen. Also wir suchen zu wenig den Abschluss. Aber wenn ich jetzt mal sehe, dass wir hier mit zwei Schüssen aufs Tor jetzt schon Expected Goals Wert von 1,17 haben. Das hatten wir gefühlt ja mit 12 Schüssen im vorigen Spiel. Waren die zumindest gefährlich. Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Das ist. Endo haben wir jetzt nicht mitgenommen. Das. Ja. Problematisch. Dann werden wir Multhaupt bringen. Wir werden Lauerbach bringen. Berei ist verletzt. Deswegen wird Bonga kommen. Echter.
Ja, müssten wir eigentlich auch auswechseln, aber ich will nicht gleich fünfmal wechseln, also. Tja, passiert nicht wirklich viel, ne? Im zweiten Durchgang. Nicht mal eine Chance. Alter, da passiert. Also das habe ich auch noch nicht gehabt. Einfach so gar nichts passiert. Na gut, Einwechslung sind aber auch alle. Alle zusammen für den Arsch. Das ist natürlich richtig unglücklich, wenn keiner der Einwechslung wirklich zündet. Alle genauso spielen wie die Vorgänger oder schlechter. Rostock in der 82. Minute mit dem ersten Schuss aufs Tor. Um Gottes Willen. Wir haben dann auch manchmal wirklich hinten Aussetzer, wo du echt nur mit dem Kopf schütteln kannst. Somit müssen wir uns mit einem 0:0 am 17. Spieltag ja quasi dann doch geschlagen gehen, so ein bisschen. Boah, das ist wirklich verdammt nichts. Von Lauberbach nicht, Muldhaupt nicht, Bonga nicht. Also die ganze Offensive hat eigentlich im Grunde genommen kaum stattgefunden. Icardi hat sich dann noch ein bisschen stabilisiert und Marx, gut, der konnte jetzt nicht wirklich viel Einfluss mehr nehmen. So spielst du dann 0:0. Auch wenn wir uns andere Ergebnisse gewünscht haben, könnt ihr zufrieden sein, wenn wir öfter. Haben aber nicht mehr Chancen gehabt. Naja, irgendwas musste ich jetzt schließlich nicht sagen. War jetzt nur dem ein bisschen geschuldet. Ja, also was ich jetzt im Grunde genommen vorhin während des Regensburg-Spiels sagen wollte, das werde ich gleich nochmal hier auffangen. Wie lange denken Sie, dass Sie noch ungeschlagen bleiben können? Können Sie wirklich eine Serie aufbauen und denke wirklich, dass wir unser Glück in eigener Hand haben? Wir können alles erreichen, wenn wir, was wir uns vornehmen. Und dann sollten auch zur Rückrunde, wenn sich jetzt keiner, sage ich mal, verletzt, alle wieder einsatzfähig sein. So, an Pressekonferenz teilnehmen. Predigt an. Anu ist zum Spieler des Spiels gewählt worden. Sind Sie damit einverstanden? Herausragend, er war der beste Spieler auf dem Platz. Können Sie uns verraten, warum Ihre Teams meistens auf die Art und Weise spielen, die Sie spielen? Ich denke nicht, dass wir immer so spielen müssen, aber ich mag diese Art von Fußball. So, Punkt. Nee, also was ich jetzt sagen wollte, wir haben natürlich jetzt die Weltmeisterschaft vor uns. Das sind natürlich jetzt ja so einige Wochen, die ich jetzt hier quasi im Verlauf laufen lassen müsste. Ich werde das jetzt wie folgt machen. Wir haben hier gegen Nijmegen. Ey, Megan, ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Haben wir ein Testspiel? Vielleicht machen wir nochmal zwei, drei Testspiele. Diese Testspiele werden wir wahrscheinlich in einem Part packen. Und dann wird im übernächsten Part, ist, sage ich mal, mit der Liga dann weitergehen. Wir können ja schon mal gucken. Das ist jetzt November, Dezember. Das ist die U19, dass wir für den 2. Januar vielleicht ein Testspiel machen, auswärts.
erstmal gegen einen geringeren Gegner. Beispielsweise Lüneburg. Und dass man dann nochmal ein Testspiel gegen. Gott, ist ja erst dann am 27. Dann kann man hier nochmal ein Testspiel machen. Andere Gegner wählen. Verein mit. Gegen die Bayern. Das wird mal knackig. Das wird mal richtig knackig. Wenn wir ein Testspiel gegen die Bayern machen. Die Testspiele wurden eingenommen. Oh Gott. Wirklich, also. Wenn ich nicht ausgeschlafen bin, dann laber ich wirklich teilweise richtig großen Stuss. Also, wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr wie immer gerne ein Like und einen Kommentar lassen. Könnt diesen Kanal auch gerne kostenlos abonnieren. Vergesst dann aber nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr zukünftig nichts mehr verpasst. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder gegen jede Menge Lüneburger SK und gegen die Münchner Bayern zum Test. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein und ciao.